Hallo liebe Motorsportfreunde und Rennteam-Sympathisanten, willkommen zu unserer ersten Berichterstattung für dieses Jahr, für den 11.8. Wir sind bei unserem ersten Event angelangt, Silverstone. Es ist kalt, englisches Wetter, Regen hatten wir auch schon, die ersten sind mit dem Flieger gestern angekommen. Der Rest ist heute mit den Autos angekommen und mit unserem Auto. Die ersten, die ankamen, die haben halt schon die Zelte aufgebaut. Dann, als die restlichen Teile kamen und unser Boxenaufbau, konnten wir auch die Box aufbauen. Ja, anschließend, ich glaube um 7:30 war es, war dann die Opening Ceremony. Da waren namhafte Vertreter aus dem Motorsport anzutreffen, unter anderem auch Ross Brawn, der Schirmherr der Formula Student ist. Anschließend sind wir dann wieder in die Box zurück. Da kann vielleicht der Herr Padial ein paar mehr Worte dazu sagen, wo wir dann angefangen haben, nämlich die Karre für morgen fit zu machen. Was haben wir alles gemacht? Ja, wie gesagt, wir haben versucht, das Template durchzuschieben, dass wir morgen durch Scrutiny durchkommen. Hat natürlich erstmal nicht gepasst. Wir haben zuerst die Elektrik, dann, also die ganze Verkabelung ans Mono dran geklebt. Das war noch etwas schwieriger als gedacht. Dann hat jeder seinen Teil gemacht. Wir waren circa 8 Leute ums Auto rum. Nachdem wir nicht fertig wurden, weil die Box zumachen mussten, sind wir wieder zurück auf den Campingplatz und bereiten uns gerade auf den Design vor morgen. Also die meisten Techniker sind jetzt drin im Zelt und lesen sich ihre Skripte durch und Diagramme und Laptops. Morgen geht es dann los mit Design, glaube ich, um 10. Anschließend ist dann der Cost Report. Dann haben wir eine kurze Pause von den Statics, gehen dann rüber zum Scrutineering, hoffen, dass wir durch die technische Abnahme durchkommen. Und dann geht es weiter mit Businessplan. Und das waren dann auch eigentlich schon alle Statics, alles an einem Tag. Also, das war es erstmal von unserer Seite. Wir sehen uns morgen wieder, schätze ich mal. Und wir freuen uns auf den Wettbewerb in Silverstone und hoffen, dass wir erfolgreich sein werden. Schönen Abend noch. Ciao.